Cristo. Kratos aber lag nichts an der Gunst der Götter. Seine neue Familie waren die Krieger Spartas. Die blutigen Schlachten lenkten ihn von der Vergangenheit ab. Kratos, mein Herr! Eine weitere Stadt wird fallen! Bald werden alle vom Ruhm Spartas hören! Genug, Kratos. Mit jeder zerstörten Stadt wird der Zorn des Olymps wachsen. Bald wird es mir nicht mehr möglich sein, dich zu schützen. Ich brauche dich nicht. Vergiss nicht, dass ich aus dir einen Gott gemacht habe, Geist von Sparta. Wende dich nicht von mir ab. Ich brauche dich nicht. So lässt du mir keine Wahl. Kratos verwandelte den Schmerz seiner Erinnerungen in Hass. Hass auf die Götter, die ihn nicht von den Albträumen seiner vergangenen Taten erlösen wollten. Und so zog Kratos nach Rhodos, um der belagerten Stadt den Todesstoß zu versetzen. Athene! Du wendest dich gegen mich? Ich brauche dich nicht, Zeus. Ich werde das allein schaffen. Ich biete dir mehr als nur Hilfe an, Kratos. Ich biete dir Macht. Ich möchte dir die Klinge des Olymps geben. Ich gebe dir das Schwert, das den Krieg gegen die Titanen entschied. Nimm es und speise es mit deiner göttlichen Kraft. Dann wird es zu einer Waffe von unvorstellbarer Macht. Warum hilfst du mir jetzt? Seht ihr, Götter des Olymps! Braucht ihr noch mehr solche Beweise? Da seine gesamte göttliche Macht in die Waffe übergegangen war, wurde Kratos sterblich. Anfällig für die Klauen des Todes. Kratos war besiegt. Er wusste, dass sein Leben von der Klinge des Olymps abhing und dass er sie sich zurückholen musste. Vor den Augen seiner spartanischen Armee gedemütigt, kämpfte sich Kratos aus dem Dreck. Du? Ja, ich werde mich dieser Angelegenheit selbst annehmen. Athene will ihren Fehler nicht rückgängig machen.
Stelle dir vor, sich einer Kreatur wie dir anzunehmen. Warum? Warum dein Verrat? Du bist es, der mich verrät. Du führst Krieg gegen Griechenland, kennst weder Recht noch Gnade. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Aber du bittest nicht um meinen Rat. Die Götter sind bedeutungslos, deine Herrschaft schwach. Ich bin diese Unverschämtheiten leid. Ich bin der König des Olymps. Und es ist mein Weg, der Weg der Götter ist. Ihr müsst schwören, mir für alle Zeit zu dienen. Ich diene niemandem. Du lässt mir keine Wahl. So hätte es nicht kommen müssen, mein Sohn. Diesen Pfad hast du selbst gewählt. Der Pfad der Götter taugt so wenig wie die Götter selbst. Sogar jetzt, dem Tode so nahe, trotzt du mir noch? Alles, was dein Leben bestimmt hat, Kratos, muss nun leiden, wegen deiner Hybris. Du wirst nie Herrscher des Olymps. Der Kreis endet hier. Dafür wirst du bezahlen, Zeus. Das schwöre ich. Als das Leben aus Kratos wich, griffen die Arme des Hades nach ihrem Preis. Doch Kratos' Schicksal beinhaltete mehr, als er ahnen konnte. Er war dazu bestimmt, eine große Veränderung zu bewirken. Eine, die die Säulen des Olymps erschüttern würde. Ich konnte seinen Tod nicht zulassen. Ares, töte meine Feinde und mein Leben ist dein! Es ist nicht dein Schicksal, hier zu sterben. Das ist nicht das Ende. Wer bist du? Ich bin die Titanin Gaia. Allgegenwärtige Mutter Erde, ich habe beobachtet, wie du ein großer Krieger wurdest und war dein ganzes Leben lang stets an deiner Seite. Doch ich kann nicht länger tatenlos zusehen. Wir werden dir helfen, Zeus zu besiegen. Zu sterben heißt zu fliehen, Kratos. Du bist ein Krieger Spartas, kein Feigling. Nur ein Feigling wählt den Tod. Ich bin nicht feige. Dann musst du kämpfen. Ich zeige dir den Weg zu den Schicksalsgöttinnen. Nur mit ihrer Macht kannst du Zeus besiegen. Zurück zum Olymp, Bestie! Mein Ziel heißt Zeus!
Forderst du den Gott des Krieges? Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Gott des Krieges, du lebst. Ich gehöre nicht mehr zu den Göttern. Wer hat dich hierzu verdammt? Zeus. Mein Vergehen war es, den Menschen zu helfen. Ich brachte den Sterblichen das Feuer des Olymp. Zeus sah dies als Verrat. Zur Strafe machte er mich sterblich und verdammte mich, von diesem teuflischen Vogel Tag für Tag verspeist zu werden. Und dann, mit Einbruch der Nacht, bin ich geheilt. Wie lange bin ich nun hier? Wie lange habe ich unter diesem Fluch gelitten? Ich kann es nicht sagen. Bitte, Geist, Spartas, erlöse mich aus dieser Qual! Du hast Prometheus von der Qual der Götter erlöst. Sein Fleisch hat die Feuer des Olymps verdorben und ihm die Macht der Titanen einverleibt. Diese Asche wird dir große Kraft geben, Kratos. Nimm sie in dich auf und nutze diese Kraft, um deine Feinde zu töten. Kratos, sieh die Insel der Schöpfung, die Heimat der Schicksalsgöttinnen. Hier beginnt er, der Pfad deiner wahren Bestimmung. Die Insel steckt voller Gefahren. Sie wurde geschaffen, damit niemand die drei Schicksalsgöttinnen erreicht. Die Macht der Göttinnen kann dich zu dem Moment zurückbringen, in dem Zeus dich verraten und getötet hat, Kratos. Und dein Schicksal änderte. Und das anderer. Wieso hilfst du mir, Gaia? Zeus muss aufgehalten werden, Kratos. Dies ist eine uralte Geschichte der Rache. Du kennst den mächtigen Titanen Kronos. So sehr fürchtete Kronos die Vision des Orakels, seine Kinder würden sich gegen ihn erheben, dass er sich dazu entschloss, sie alle zu verschlingen. Hilflos sah Rhea, wie er eines ihrer Kinder nach dem anderen verspeiste. Doch als schließlich das letzte ihrer Kinder an der Reihe war, konnte sie es nicht mehr länger ertragen und ersann eine List, um ihr Kind Zeus zu retten. Rhea befahl dem Adler, ihren Sohn wegzubringen. So gelangte Zeus auf eine weit entfernte Insel, die Kronos nicht kannte.
Ich war es, die für ihn sorgte. Ich war es, die ihn beschützte. Ich nährte seinen Wunsch, Kronos seine Geschwister wieder zu entreißen. Doch mein törichter Akt des Mitleids hat den Titanen nur geschadet. Denn indem wir Zeus retteten, schürten wir den Rachedurst in seinem Herzen. Er verriet uns Titanen, für die Sünden eines Einzigen. Den Sünden des Vaters, Kronos. Ist Spartas. Dann sind die Gerüchte also wahr. Theseus, von allen waghalsigen Narren wärst du der Letzte gewesen, von dem ich erwartet hätte, dass er zu den Schicksalsgöttinnen will. Und dich hätte ich als Letztes an der Seite der Mäuren erwartet, als Knecht. Ich diene den Schicksalsgöttinnen und schütze sie im Namen des Zeus. Die Zeit des Zeus ist bald vorüber. Du willst zu den Mäuren, um Zeus zu töten? Du hast nicht mehr deine göttlichen Kräfte, Kratos. Nicht einmal mich könntest du töten. Und schon gar nicht den Herrscher des Olymps. Lass mich durch. Und ich lasse dich leben, alter Mann. Ich denke nicht, dass du derjenige bist, der darüber entscheidet. Dann tritt hervor. So werden wir herausfinden, wer der größte Krieger in ganz Griechenland ist.
gefallener Gott. Niemand entgeht dem Urteil der Mäurinnen. So ist es bestimmt. Nur der Tod erwarte dich am Ziel deiner Reise. Mein Tod stand am Anfang dieser Reise. Die Mäuren halten keinen Sieg für dich bereit. Deine Seele findet niemals Frieden, denn das ist dein Lohn. Ich bin, was die Götter mich machten. Über die Schicksalsfäden. Erlange Kontrolle über deinen Faden, dann gelangst du zu dem Moment zurück, in dem Zeus dich verriet. Bin den Flammen der Pein entronnen, um mein Schicksal zu verändern. Und für all meine Anstrengungen belohnen mich die Mäuren und schenken mir das Objekt meiner Rache, Kratos. Den Diener des Ares. Erinnerst du dich an jenen Tag, Spartaner? Niemals vergesse ich diesen Tag. Ich mir deinen Kopf! Nein! Diese Tür war der einzige Ausweg. Jede Prüfung habe ich bestanden auf der Suche nach den Mäuren. Und nun machst du alles zunichte. Du wirst deinem Ruf einfach nicht gerecht, Geist Spartas. Doch, vielleicht ist dies eine Prüfung. Beobachtet ihr mich, Mäuren? Gebt mir ein Zeichen! Soll ich, der große Perseus, diesen gefallenen Gott töten, damit ihr mich empfangt? Kann ich damit meine Liebste aus den Fängen des Hades zurückholen? Wenn nicht, so wird mir zumindest der Ruhm zuteil, den mächtigen Kratos getötet zu haben. Den Göttermörder. Obwohl ich glaube, dass ein Narr wie du kaum solch einen Titel verdient. Hinüber. Du glaubst, du könntest, doch du irrst. Hörst du mich? Nur meine Flügel schaffen es hinüber. Es ist mein Test. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Kennst du denn nicht Ikarus? Es ist mir bestimmt, hinüberzukommen, sonst keinem.
Das ist mein Test. Die Mäuren werden mich empfangen, nicht dich. Du wirst sterben, weißer Krieger. Du wirst sterben. Ich werde die Mäuren aufsuchen. Und deine Flügel werden mir dabei helfen. Die Mäuren werden dich, einen gefallenen Gott, niemals zu sich lassen. Zerbrich meine Ketten der Pein! Du bist stark, doch du bist viel zu klein, selbst für einen Olympier, um ein Gott zu sein. Ah, Kratos! Kratos, du bist arrogant und töricht, wie damals. Du hast nichts gelernt. Wie gedenkst du, den König aller Götter zu besiegen? Ich hole mir die Klinge des Olymps und stoße sie Zeus ins Herz. Sie beherbergt meine einstige Macht als Gott des Krieges. Klinge des Olymps. Diesen Namen habe ich viele Jahre nicht gehört. Seit Ende des großen Krieges. Blutdurst und Macht trieben Zeus an. Sein Ziel zu herrschen hätten wir niemals hingenommen. Ein Krieg zwischen den Titanen und Olympiern, welcher der Welt der Sterblichen ihr Antlitz verlieh. Ein Krieg, von dem wir wussten, dass die Titanen ihn gewinnen. Würden wir verlieren, wäre es das Ende der glorreichen Herrschaft der Titanen. Vorbei wären Friede und Wohlstand der ganzen Menschheit. Obwohl ich gefangen war, tobte die Schlacht weiter, bis Zeus eine Waffe erschuf und den Krieg damit beendete. Eine Waffe der Macht aus den Himmeln und der Erde. Die Klinge des Olymps. Ich verbanne dich in die dunkelsten Gruben von Tartarus.
Ich erwachte in der Unterwelt, verbannt in die tiefsten Tiefen des Hades. Ich hätte Zeus getötet, hättest du es nicht verhindert, Sklave der Götter. Ich war einmal ein Knecht der Götter, Atlas. Sie haben mich zum letzten Mal verraten. Zeigt mir den Weg zu den Mauren und ich bereite Zeus ein Ende. Gaia spricht Wahrheit, Geist von Sparta. Du bist ein fähiger Krieger und würdiger Mitstreiter der Titanen. Dann weise mir den Weg zu den Schicksalsgöttinnen. Niemand, nicht einmal ein Titan, kennt den Weg zum Tempel der Schwestern. Man erzählt, wer ihn findet, zu großer Macht gelangt. Ich habe dir meine letzte Macht gegeben, Spartaner. Und ich werde dir über die große Kluft helfen. Mehr kann ich dir nicht geben. Das Schicksal möge dir hold sein, Kratos. Für viele ist dein Erfolg von Bedeutung. Mit diesem Opfer hast du deine Entschlossenheit bewiesen, den Schicksalsgöttinnen zu begegnen. Dennoch ist dies nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einer Audienz bei uns. We'll be right back.
Ich schickte dich zurück nach Sparta. Ist Sparta ohne Verteidigung? Sparta ist nicht mehr. Wer hat das getan? Zeus. Er kam unter dem Mantel der Dunkelheit nach Sparta. Nach dir. Sie flehten ihren Gott um Rettung an. Doch du kamst nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich musste die Mäuren aufsuchen, um das Schicksal von Sparta zu ändern. Denn nur ich bin noch übrig. Jetzt bist nur noch du übrig. Ich vertraue darauf, dass der wahre Gott des Krieges unsere Brüder in Sparta schützen wird. So trittst du mir entgegen, Feigling! Ich war einmal ein Knecht der Götter. Komm herab und tritt mir entgegen, Zeus! Leid, mein Herz. Kannst du mir je vergeben? Nicht alles ist verloren, Kratos. Du musst weitermachen. Es steht viel auf dem Spiel. Ich bin nicht stark genug. Du wirst siegreich sein, Kratos. Doch du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es steht ein Krieg bevor und du musst uns in diese Schlacht führen. Und wofür? Um Zeus zu töten. Wenn du aufgibst, wird Zeus dich weiter quälen. Er wird nicht ruhen, solange du lebst. Und wenn du stirbst, wird sein Bruder Hades deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Du findest keinen Frieden, wenn du ihn nicht tötest. Nimm das Feuer, das dein geliebtes Sparta verzehrt hat, in dich auf. Es wird deinen Zorn nähren und dich auf dem Pfad deines Schicksals vorantreiben. Es ist Zeit für dich zu handeln, Kratos. Diese Schlacht ist erst der Beginn eines kommenden großen Krieges. Thank you.
meinem Weg. Dein Wille ist erstaunlich. Er ist aber auch nutzlos. Niemand kann sein Schicksal ändern, Kratos. Wir Mäuren bestimmen das Schicksal aller. Ich war es, die die Niederlage der Titanen entschied. Und ich war es, die dich so weit kommen ließ. Es ist dir nicht bestimmt, Zeus zu töten. Nie wieder werdet ihr mein Schicksal bestimmen. Ihr Scheid Gaia hat dich mit ihren Lügen umgarnt. Ich habe euch gewarnt. Lasst mich durch! Du amüsierst uns immer wieder aufs Neue. Doch wisse, Sterblicher. Keine Macht ist größer als die der Schicksalsgöttinnen. Fordere uns heraus. Und du wirst. Nicht dem Schicksal, Kratos! Denn wir waren es, die deinem Lebensfaden gesponnen haben. Und nun endet dieses Leben! Wir bestimmen dein Schicksal, sterblicher Narr! Wenn wir es wollen, endet dein Leben. Oder es geht weiter. Erinnere dich, Kratos. Das Schwert, auf dem du stehst, brachte dir den Sieg über Ares. Ohne es bist du es, der heute stirbt und nicht Ares. Wir können deine Vergangenheit ändern und deine Zukunft bestimmen. Das ist die Macht der Mäuren. Endgültig leid, Kratos. Diese Macht war niemals für Sterbliche wie dich bestimmt. Sogar jetzt, dem Tode so nahe, trotzt du mir noch? So sei es. Was? Wie kann das sein? Die Schicksalsgöttinnen halfen dir. Erstaunlich. Die Mäuren sind tot. Ich habe dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal begehen. Die wahre Macht eines Gottes!
Das kannst du nicht tun, Kratos. Du wendest dich gegen mich, Athene! Ich will dich nicht bekämpfen, Kratos. Doch ich werde den Olymp schützen. Du sollst wissen, mein Sohn. Du hast einen Krieg begonnen, den du nicht gewinnen kannst. Die Mäuren haben mich bereits zum Sieger bestimmt. Nein, Kratos! Athene! Nicht! Wieso opferst du dich? Zum Wohle Olympus. Ich will den Olymp nicht zerstören. Nur Zeus. Zeus ist der Olymp. Mein Wahn ist sein Werk. Er tat es aus Angst, Kratos. Die Angst seines Vaters, Kronos. Aus der große Krieg entstand. Die Angst, die Zeus dich töten ließ. Seinen eigenen Sohn. Seinen Sohn? Zeus hat geglaubt, seinen Vater Kronos töten zu müssen. Und du glaubst dasselbe. Kein Sohn sollte seinen eigenen Vater töten. Nein, ich habe keinen Vater. Jeder einzelne Gott wird dir trotzen, Kratos. Sie beschützen Zeus. Wenn Zeus atmet, so kann der Olymp überleben. Wenn alle Olympier mir Rache verwehren, werden alle Olympier sterben. Lange genug habe ich den Schatten der Götter erduldet. Die Zeit der Götter ist zu Ende. Bedenke, Kratos, du hast die Macht, die Zeit selbst zu kontrollieren. Dich erwartet, Geist von Sparta. Die Götter sind jetzt zu mächtig, als dass wir sie besiegen könnten. Mein Name lässt den Olymp erzittern. Zeus ist schwach. Ares und Athene sind tot und die Klinge ist mein. Wir können den Krieg gewinnen, doch nicht zu dieser Zeit. Gemeinsam werden wir die niederen Götter töten. Und du wirst sehen, der Olymp wird vernichtet. Komm mit mir, Gaia! Kehren wir in meine Zeit zurück! Der Sieg wartet! Wir haben schon Schlimmeres gesehen als diesen Sterblichen. Doch wir sind die Götter! Wir werden von allen verehrt! Wir herrschen über das Land! Wir lassen uns nicht von diesem störrischen Narren vertreiben! Brüder, lasst uns unsere unbedeutenden Zwistigkeiten vergessen. Vereinen wir uns, stehen wir zur Seite und ich lösche diese Plage aus. Der Olymp wird siegen! Thank you.
Dein Sohn ist zurückgekehrt! Ich werde den Olymp vernichten! Fortsetzung folgt.